Ja, Glück auf die Currywurst. Wir stehen hier bei Robert am Stand. Heute ist ja Tag der Currywurst und wir haben gedacht von der Gastrischen Zeitung, wir gehen jetzt mal zu demjenigen hin, der wissen muss, wie man sowas macht. Robert, ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Weißt du, wann die erste Currywurst eigentlich so... Vor 70 Jahren. Vor 70 Jahren. Ne? Und 1950. Ich habe sogar 1949 gehört. Und wo war das? In Bochum oder in Berlin, eins von beiden. Es gibt nämlich einen totalen Streit. Also ich habe nochmal nachgeguckt, da gibt es die Hertha Heuwe aus Berlin. Die behauptete damals, 1949, sie hätte die Currywurst erfunden. Und dann gab es aber aus dem Ruhrgebiet und aus Hamburg immer irgendwelche Menschen, die behauptet haben, wir waren viel früher und in Hamburg angeblich 1947. Jetzt hat sich ja das Rezept bis heute bewahrt. Was ist denn dein Rezept? Ich habe gehört, die Leute verraten das immer gar nicht. Was ist denn so in der Soße drin? Viel Tomatenmark. Es ist drin Coca-Cola. Was? Coca-Cola? Apfelmus? Nee. Und mehr verrate ich nicht. Salz ist noch drin. Aber dann ist das schon Feier, was ich sage. Da kommen noch ein paar Zutaten dazu. Das hätte ich nie gedacht. Ja, aber man muss die Dosierung richtig machen. Ich nehme zu Hause immer Curry-Ketchup, aber das schmeckt natürlich... Wenn man Apfelmus hat, dann nehme ich, wenn ich keinen Kandaber, nehme ich Honig. Wie viele Currywürste gehen dann bei dir so am Tag über den Tisch? Es gibt schon einige, ne? Wollen wir mal nicht klagen. Einige Currywürste gehen schon über den Tisch. Ich habe auch Kunden, die nur wegen der Soße, die kommen mit Tupperdosen und holen sich die Soße. Was ist mit der Wurst? Es gibt ja mit Pelle, ohne Pelle, Brühwurst, ja, Bratwurst. Ja. Was ist dein Geheimrezept hier? Das ist eine normale gebrühte Bratwurst im Saitling. Und das war früher eine ehemalige, der Hersteller ist ein ehemaliger Hersteller für die Bratwurst von Eintracht Braunschweig. Welche Mengen stellst du von der Soße her? Also ich koche immer einen großen Topf, also 15 Liter koche ich immer. Und die Currywurst verkaufst du auch schon von Anbeginn an? Ja. Und ist es auch das beliebteste, was man hier am Stand... Das zweite, also das zweitbeliebteste, das beliebteste ist Schaschlik hier. Schaschlik ist das beliebteste, ja, noch beliebter als die Currywurst? Ja, noch. Ich habe geguckt, die Currywurst, wie oft die in Deutschland ungefähr verkauft wird. Ich habe ja mal gegoogelt im Internet. 800 Millionen Currywürste am im Tag. Jahr. Im Jahr? Im Jahr. Gott, am Tag. 800 Millionen. Jeder ist 10 Stück. Ja, am Tag wäre natürlich sehr cool. 800 Millionen im Jahr. Das ist relativ wenig, ne? Kommt mir wenig vor. Aber es ist das beliebteste Kantinenessen überhaupt der Deutschen. So, die kostet jetzt 3 Euro. Ja. Womit hast du angefangen? Was kostete so ein Ding, sag ich mal, vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren war es 3,50 Mark. 3,50? 3,50 Mark. 50. Okay. Und so, jetzt bei der Wurst, gibt es auch welche, die dann sagen, nö, ich will aber hier so eine Brühwurst und machst du dann auch? Ja klar, ich habe wirklich Leute, die möchten gerne die Bockwurst als Currywurst, auch die Frankfurter als Currywurst. Ne? Gibt es saisonale Unterschiede? Im Sommer weniger und gegen Winter mehr? Nein, das nimmt sich nichts. Von Januar bis Dezember sind wir auf dem Markt und es ist immer, wir leben von unserer Stammkundschaft und die Stammkundschaft ist eigentlich immer, man weiß schon, was jeder Kunde isst eigentlich. Jetzt ist ja so vegan, vegetarisch ist im Trend und dann denkt man sich, naja, vielleicht ist die Currywurst auf dem Absturz, kannst du das? Nein, da halte ich mich raus, also das wird wohl irgendwann mal groß kommen, aber... Ohne mich, dann bin ich schon im Ruhestand. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass hier kein Fleisch irgendwie drin sein sollte. So, jetzt aber nochmal zur Soße. Also, das richtige Rezept verrät es uns aber nicht. Nein. Ist das bei den anderen auch so, das dass sie das für sich ja, im Geheimen ja, jeder hat ja seine eigene Rezeptur und dann meint er, es sei die beste Soße, die es gibt auf der Welt. Ja? Kennst du denn das Lied von Herbert Grönemeyer? Ja, da kenne ich das. Eigentlich müsstest du das ja heute an deinem Stand mal spielen. Ja, normalerweise. Currywurst. Ja. Ja. Sehr schönes Lied. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir ein bisschen schwadronieren durften über die Currywurst hier auf dem Jakobi-Kirchhof und wünsche dir natürlich gute Geschäfte. Ja. Hat sich heute schon mal einer darauf angesprochen, Tag der Currywurst? Zwei Leute heute. Die haben die Goslarsche Zeitung gelesen. Ich habe es heute Morgen auch gelesen. Aber ich weiß, dass am 4. September Tag der Currywurst ist. Beim nächsten Mal, wenn wir auf den Tag der Currywurst hinweisen, dann nehmen wir auf jeden Fall ein Foto von deiner Wurst. Robert Lammert, vielen Dank. Alles klar, vielen Dank, wünsche ich auch. Alles Gute und bleib gesund.